Wie bekommen wir die NRW-Wirtschaft bewegt? Zuckerbrot oder Peitsche? Also Anreize oder Ordnungsrecht? Die Ziele, die wir alle unterstreichen, Green Deal, Pariser Klimaschutzabkommen, hin zur Klimaneutralität, das wollen wir gerne. Nur was wir brauchen, ist dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen heißt natürlich den angepassten Infrastrukturausbau. Was einen qualitativen Fortschritt für den Bereich der frohen Umwelt ausmacht. Vorwärts gekommen sind wir schon. Ich sage ja nur, das ist nicht schnell genug. Und deshalb sage ich, wir müssen doch im Prinzip die Dinge, die jetzt auch gesagt werden, jetzt umsetzen. Und zwar nicht beschleunigt im Sinne von Abbau von Regelungen. Da ist eine ganze Menge passiert in Deutschland. Sondern von einem konsequenten, vernetzten Handeln aller Akteure. Und das war auch nicht immer einfach für bestehende Unternehmen, diesen Kurs tatsächlich mitzugehen.